willkommen zu unserer Videoreihe. Hallo, heute wollen wir euch wieder mitnehmen nach Mosambik, wo wir, nachdem wir eine Woche in Bilibiza verbracht haben, unsere Gastgeber dazu einluden, zusammen mit uns nach Pemba, der Provinzhauptstadt, zu kommen. Das Interessante dabei war, dass außer Damião, dem Vater, seine Frau und seine Kinder bisher noch nie das Dorf verlassen haben und dies das erste Mal war, dass sie nach Pemba, der Provinzhauptstadt, gefahren sind. Und auch das erste Mal, dass sie das Meer gesehen haben. Also ja, komm mit! Die Fahrt verläuft weitestgehend friedlich auf der Ladefläche eines kleinen Trucks. Nur Jacinto, einer von Damiens Sohnen, muss sich an einer Stelle übergeben. Gut, dass wir nicht in einem geschlossenen Fahrzeug sitzen. Oh, sehr geil. Zwischendurch halten wir noch mal kurz an, um ein paar Bananen einzukaufen, die hier günstiger sind, als wenn wir sie in Pemba in der Stadt einkaufen. Langsam werden die Lehmhütten mehr und mehr durch Block- und Zementhäuser ersetzt. Und ja, hier sind wir auch schon in Pemba. Aqui tem esse sumo santal, né? Sim, exatamente. Então, quantas? 40. Tem dois, hein? Hier in diesem Laden können wir sehr deutlich sehen, wie sehr Mosambik doch immer noch von anderen Ländern abhängt. Der Großteil dieser Produkte hier kommt nicht aus Mosambik, kommt aus Südafrika, Brasilien, Portugal. Nur sehr wenig Produkte werden wirklich hier produziert. Alles wird importiert, es fehlt das Know-how, es fehlen die Fabriken. Auch der Saft, den wir hier jetzt gleich kaufen werden, kommt nicht aus Mosambik, der kommt aus Brasilien. Ja, eines der wenigen Produkte, die hier hergestellt werden und die auch, das auch sehr gut ist, ist das Bier. Das mosambikanische Bier ist sehr gut, viel konsumiert. Außerdem hier mit den Eiern vielleicht hier. Kaum etwas kommt aus Mosambik hier. É, a temperatura é suficiente, então. E um litro de mango sumo, que quando é isso? 80. 80. Da wir nur 2 Tage zusammen haben, geht es direkt weiter, die Stadt erkunden. Okay,
Nos vamos então? Sim, vamos. Carbono. Zuerst die Hauptstraße mit all ihrem Verkehr und Menschen, die versuchen, ihr Zeug zu verkaufen. Es ist keine große Stadt, aber für Jacinto, Juma und Anemone, den Kindern von Damião, sicherlich ein starker Kontrast zu Bilibiza. Sie scheinen überwältigt, denn sie sagen nicht einen Ton. Danach geht es durch ein verstricktes Labyrinth von schmalen Gassen auf zum Markt. Gut, dass zumindest Damião den Weg kennt, denn wir würden uns hier sicherlich hoffnungslos verirren. Ja, und hier sind wir nun auf dem Markt. Sicher ist jetzt schon nach 3 Uhr, aber trotzdem ist es doch erstaunlich, wie gering das Angebot hier doch ist. Wenn man das sieht, hier sind jetzt noch ein paar Verkäufer, die verkaufen hier größtenteils Gemüse, ein wenig Obst findet man, aber die Auswahl beschränkt sich auf vielleicht 15 Produkte. Wir haben hier noch Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kokosnüsse, Limonen sehen wir da hinten noch, aber das war es dann auch schon. Und das ist etwas traurig zu sehen, in der Provinzhauptstadt hier von Cabo Delgado eine so geringe Auswahl vorzufinden. Das spiegelt auch ein wenig die Ernährung der Menschen hier wieder, ne? Ja, schauen, vielleicht können wir ja in Zukunft ein bisschen behilflich sein, wenn wir hier irgendwann mal unser Projekt starten. Mal gucken. Vom Gemüsemarkt geht es direkt über in den Kleidermarkt und hier sehen wir direkt, was Afrika so bunt macht, die Capulanas. Oder die Tücher, die sich vor allem die Frauen umbinden, wenn sie ihre Kinder durch die Gegend tragen. Ja, sehr schön. Nach den Capulanas folgt dann der normale Kleidermarkt. Und hier können wir sehen, wo die Kleidung endet, die Menschen auf der Nordhälfte dieser Welt in Altkleidercontainer schmeißen. Hier kaufen die Leute riesige Säcke ein, voll mit der Kleidung aus diesen Altkleidercontainern. Und sortieren die Kleidung dann aus nach Qualität. Entweder schlechte Qualität, wo sie dann hier auf dem Boden verkauft wird, oder je besser, dann halt in den besseren Shops. Der letzte Stopp für heute soll der Strand sein. Also bahnen wir uns unseren Weg durch die schmalen Gassen. Ja, und der Weg führt uns direkt auf das 5-Sterne Pemba Beach Resort zu. Hier werden die Kunden direkt vom Airport hinter einer riesen Mauer verschanzt, die sie davor schützt, zu viel Umgang mit den Einheimischen zu haben.
Primera vez na praia. É pela primeira vez a chegar à praia. Sim. A praia Vimbi. Ficamos aqui. Chuma, Jacinto, aqui. Und endlich am Strand. Endlich nach der ganzen Lauferei können wir uns hier etwas entspannen. Auch wenn der Strand hier außerhalb der Saison nicht besonders sauber gehalten wird. Trotzdem erfreut es die Kinder sehr, hier das erste Mal ins Meerwasser. Ja, sie springen nicht direkt rein, aber zumindest erfreuen sie sich an den brechenden Wellen. Und ja, wir genießen etwas die Sonne. Ja, und das war bis dann auch schon wieder. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.